das ist die Ausgangsposition, die wir sie gerade hatten. Becken ist in der mittleren Position, Brustwirbelsäule ist auch in der aufrechten und das Kinn ist leicht angezogen. Wir verschränken dabei jetzt die Arme auf den Schultern und stellen uns vor, dass die Wirbelsäule ganz steif ist, wie wenn hier ein Besen dran gebunden wäre. Und versuchen dabei jetzt mit dem gesamten Oberkörper den Hüftgelenk nach vorne abzuklappen. Spüren in der Position, welche Muskeln müssen das stabilisieren und gehen auch wieder nach hinten. Und spüren, welche Muskeln müssen dabei stabilisieren. Zum Kopf? Ja, der bleibt immer. Der bleibt dabei auch in dieser eingezogenen Kinnposition, dass die Wirbelsäule recht aufrecht ist. Gerade? Ich glaube, hier ist ein bisschen eine Wirbelsäule. Jetzt ist selber mal nach hinten. So weit gehen, wie man es auch stabilisieren kann, natürlich. Denn auch hierbei ist es wichtiger, dass man es sauber ausführt, als dass man irgendwie weitergeht, als man es stabilisieren kann.